Und ich hoffe mal, Fraps hat die Aufnahme gespeichert. Ich sehe keinen Schalter. Nein, ich sehe den Schalter nicht. Nein, nein. Wer Fraps hat es in sich aufgenommen? Und was hat er mir jetzt gebracht? Es ist runtergefahren. Lass dich überlegen, ich muss jetzt zurücklaufen und unten den Schlüssel holen. Wie geht es am schnellsten? Am schnellsten geht es, wenn ich die Munition da aufnehme und dann was mache ich dann? Dann laufe ich zurück. Ich laufe da mal zurück und erleide ganz viel Schaden, ganz viel tollen Schaden. Noch mehr Schaden, hier noch viel mehr Schaden und der Vorderlauf, wenn ich jetzt so langsam mal so einen Anzug finden würde. Da ist keiner, nein. Und ich bin gleich tot. Guten Moment, um mal wieder zu speichern. Lololo. Und ein bisschen Health einzukassieren und Rüstung. Na, nur die blaue. Naja, soll auch reichen. Und ein Schild. Oh ja. So, wo ist jetzt der verkackte Schlüssel? Okay, da unten. Ah, oh, jetzt kommen die langsam die stärkeren Gegner. Komm her. Komm zu Papi. Geh weg. Oh, wie ich die Gegner hasse. Wie ich sie hasse. Und bleibst du da? Bleib. Sterb. Oh, ich hasse die normale Schnuffel nicht. Ich brauche eine größere Waffe. Oh, jetzt stirb endlich. Oh, oh, oh. Du mich auch. Mit der Zeit, ey. So, das ist schön. Und hier waren wir schon mal. Hier wollen wir nicht lange verweilen. Ich habe langsam das Gefühl, die Leute mögen uns hier nicht. Komm, aufwärts. Verdammter Aufzug, nur so langsam ist sein muss. Und wir müssen jetzt zurücklaufen. Yeah, wir laufen zurück und wir müssen da lang. Und noch rechtzeitig geschafft, bevor die Wirkung aufhört. Und noch mehr Gegner und. Boah, sind das viel besser. Yeah, voller Schlag. Und das Giftgas macht uns natürlich keinen Schaden. Und noch mehr Gegner. Und wir jagen einfach die Fässer in die Luft. Was noch mehr Munition verschwendet, als es eigentlich spart, aber egal. Und Levelausgang. Yeah! Okay, was, warum ist jetzt Tunnel? Naja, gut, war wegen Tunnel dabei und ich habe ein Secret gefunden. Wann habe ich denn ein Secret gefunden? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall eins gefunden. Ah, vielleicht die Weste, die hinten drin lag. Egal. The Crusher. Yeah, welche Welt ist das überhaupt? Also, keine Ahnung, es gibt insgesamt 30 Welten, wollte ich noch sagen. Und zwei Bonuswelten. Ganz wie im Original, du? Ich weiß noch nicht, ob ich die Bonuswelten ausspielen werde. Also muss ich erst anschauen, weil im Original Doom 2 war das Neukonstruktion der Wolfenstein 3D Levels mit der Doom Engine. Und es waren auch Hakenkreuze zu sehen. Da es aber in Deutschland irgendwie böse ist, denn wir wissen ja, jeder der ein Hakenkreuz sieht, wird sofort zum gewalttätigen Nazi. Und oh man, nicht noch mehr Giftgas, oder? Probier mal, ne? Und deswegen durften die auch in deutschen Version, wo die Levels glaube ich komplett entfernt oder zumindest wurden die Hakenkreuze zensiert und ich komme wieder in nirgendwo rein. Warum auch? Ist doch völlig unnötig und ich laufe hier im Kreis. Laufe ich hier im Kreis? Oh yeah, die doppelläufige Flinte. Die macht deutlich mehr Schaden als die normale. Und bevor ich da jetzt reinlaufe, speichere ich nochmal. Und, oh, geht's gar recht gut. Was ist das jetzt? Megasphere, yeah, das bringt unsere Lebenspunkte plus 100. Und die einzige Möglichkeit, auf mehr als 100 zu kommen, außer mit den kleinen Flaschen noch. Also die kleinen Flaschen und die Megasphere. Die einzige Möglichkeit, unsere Health Points über 100 zu bringen. Und man solle sie mitnehmen, wenn man sie braucht. Oh ja, yeah. Einfach reinlaufen. Sich mal neben die Gegner stellen. Nein, kann ich nur von innen aufmachen. Ist ja auch sehr realistisch, diese robusten Holzrolläden oder Fensterläden oder was auch immer. Und yeah, Rocket Launcher, yeah. Hey, jetzt fängt's an, lustig zu werden. Obwohl, für so enge Gänge lieber nicht.
Und hier ist kein Gegner. Kein Gegner. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, die Robustrouletten kann man natürlich nur von innen öffnen. Und sind unkaputtbar durch Gegner oder Einschläge von außen. Gar kein Gegner, ich bin so enttäuscht. Enttäuscht mich. Und... Ah, ein Gegner. Oh, den schießen wir mit der Schrotflinte über den Haufen. Da kann ich wahrscheinlich auch wieder nicht rein, oder? Doch? Oh nein, nein. Da kann ich nicht rein. Ja, wunderbar. Jetzt fangen an, die schwierigen Gegner zu kommen. Und zwar diese Spinnviecher. Oh, ich hasse sie. Das sind nur die kleinen Varianten. Da gibt es noch so eine größere. Die ist richtig übel und stirbt. Stirb! Boah! Ja, Minigun. Yeah. Denn ihre Minigun ist irgendwie viel stärker und irgendwie treffe ich das viel gar nicht gescheit. Kann das sein? Und ja, wer sieht, der Raketenwerfer hat eine leicht unrealistische Schusskadenz. Boah, jetzt stirb endlich, stirb! Was mache ich denn falsch? Ich treffe das Vieh irgendwie nicht, kann das sein? Okay, oldschool. Double Shotgun. Ich geb... Nein! Nein! Oh, alles will auf mich schießen, alles will mich töten. Ach, ich hasse Dämonen aus der Hölle. Komm schon, jetzt stirb. Nachladen müssen wir den Raketenwerfer übrigens auch nicht. Das macht er von ganz allein. Ist ein moderner Raketenwerfer. Mit Nachladautomatik. Wir müssen im Prinzip... Oh, Plasma Gun. Yeah, jetzt kommen die schönen Waffen. Ah, ich liebe die Plasma Gun. Und noch wegen Energie sammeln. Dann können wir so richtig loslegen, so langsam. Schrotflinte. Nehmen wir mal einen Anzug mit, dann geht das leichteres Sammeln. Was haben wir da noch drin? Energiezelle. Brauchen wir. Die werden wir auch später für eine andere sehr schöne Knarre brötigen. Ich sage einfach nur BFG. Die Leute, die Doom kennen, werden wissen, was ich meine. Yeah, 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 yeah.